Wunderbar. Ja, vielen Dank, Herr Eckert. Das ist schon wieder weg. Ich habe keine Tricks dabei, aber trotzdem einiges Interessantes. Mein Name ist Thomas Braun. Ich bin Marketingleiter und Produktkoordinator bei Xorbit und möchte mit Ihnen heute über dieses Thema hier sprechen. Wer Shop Usability will, muss auf die Suche gehen. Und das meine ich wörtlich. Das heißt, ich möchte mit Ihnen heute zwei Fragen im Wesentlichen klären. Warum die Suche im Shop so wichtig ist und wie man die Suche oder den Shop benutzerfreundlicher machen kann. Kurz ein paar Worte zu uns. Wir sind mehrfach... Nützt es überhaupt etwas? Ich glaube nicht. Man versteht mich trotzdem, oder? Wir sind ein mehrfach ausgezeichnetes Softwareunternehmen aus Konstanz, haben noch eine Niederlassung in UK und in den USA. Seit über 10 Jahren entwickeln wir intelligente, fehlertolerante High-End-Suchlösungen für strukturierte Datenmengen. Das sind wir auch in gewissen wichtigen Leistungsbereichen weltweit führend. Und speziell oder beziehungsweise auf Basis dessen haben wir speziell für Online-Shops eine intelligente, fehlertolerante Produktsuche Xorbit Commerce Search entwickelt. Sie sehen hier einen kleinen Auszug von unseren Kunden, also es ist wirklich von, wie eben, also groß bis klein. Grimm Gastrobedarf, hier gehe ich nachher nochmal ganz kurz drauf ein. Die haben übrigens aufgrund unserer Suche auch dieses Jahr den Shop Usability Award gewonnen auf der Internet World. Okay, von was sprechen wir heute? Wir sprechen heute über dieses kleine Suchfeld. Es ist klein, aber es ist mächtig. Warum ist das so? Wir wissen durch viele Studien, dass 50% der Shopper oder Besucher ausschließlich die Suche verwenden, um ein Produkt zu finden. 20% nutzen die Links oder nutzen Aktionsbanner, klicken da drauf, und 30% nutzen beides. Hier müssen wir sagen, wir stellen es immer wieder fest, Tendenz steigend, die Suche ist das zentrale Bedienungselement. Das kommt nicht von irgendwo her, wir sind alle geprägt von Google und wir wollen einfach schnell und einfach fündig werden. Es geht sogar so weit, wie zum Beispiel Forrester das rausbekommen hat, dass für 60% der Shopper die Suche eigentlich der Hauptgrund ist, zu einem Shop zurückzukehren oder sich von ihm abzuwenden. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass 50% des Umsatzes mit wiederkehrenden Besuchern gemacht wird, dann sollte eigentlich spätestens hier jeder Shopbetreiber, ich weiß nicht, wie viele hier sitzen, aufhorchen. Was wollen wir eigentlich mit der Suche oder was soll die Suche denn tun? Kurz gesagt, die Suche soll den Weg zum gewünschten Produkt, soll den Weg zum gewünschten Produkt vereinfachen und verkürzen. Okay? Was bedeutet das? Wir reden hier von vereinfachen und verkürzen. Suche ist Usability. Und es verlangt sie auch. Wenn man es nach Nielsen vielleicht mal aufschlüsselt, könnte man sagen, die Suche soll intuitiv sein, effizient und effektiv zu benutzen, geringfehleranfällig und durchweg zufriedenstellend. Wenn wir mal die Worte jetzt einzeln betrachten und jetzt mal genau überlegen, intuitiv, und was heißt das? Heißt doch eigentlich, egal was ich eigentlich tue, die Suche soll mich verstehen. Egal welchen Fehler ich vielleicht mache, sie soll mich trotzdem verstehen. Sie soll denken und nicht ich. Effizient, effektiv. Ich möchte geführt werden, ich möchte beraten werden, ich möchte quasi zum Ziel gebracht werden. Wenn man sich das genau überlegt, dann bedeutet es eigentlich, dass hier Intelligenz notwendig ist. Und deshalb sagen wir hier, Usability verlangt Intelligenz, Intelligenz wiederum erzeugt Usability. Das heißt, was hier benötigt, ist eine intelligente Suche. Die Realität ist etwas ernüchternd. Nielsen zum Beispiel hat auch herausgefunden, dass jeder dritte Shopper den Shop verlässt, weil er ein Produkt nicht findet. Beispielsweise hat sich vertippt, gibt keinen Treffer. Oder der Treffer liegt ganz weit hinten, kein Shopper rollt dahin.
Hinzu kommt, dass jede fünfte Suche keine angemessenen Ergebnisse liefert. Das sind natürlich Ergebnisse oder Missstände, die Shopper vergraulen und den Shopbetreiber verärgern, weil das natürlich auch bares Geld auf der Strecke bleibt. Hier mal ein kleines Praxisbeispiel auf einem Online-Shop für Bodybuilding. Ich suche nach Muskelaufbau, ja, finde aber nur Seiten auf Seitenergebnisse, also keine Produkte hier, obwohl hier steht klein Muskelaufbau, obwohl die Produkte eigentlich da sind. Okay? Aber es ist alles andere als angemessen, alles andere als benutzerfreundlich. Wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, bedeutet das, dass wir eigentlich unsere Shopsuche optimieren müssen. Optimieren heißt in dem Zusammenhang intelligent machen, benutzerfreundlich machen. Heißt, die Suche soll bitteschön sehr treffsicher sein, sehr schnell sein, sehr komfortabel sein. Für Shopper bedeutet das, dass unerwartete Eingaben, Fehleingaben verstanden werden, dass der Branchenjargon verstanden wird. Beispielsweise jemand gibt Dattelmaschine ein, möchte aber eine Playstation finden. Okay? Die Suche soll das bitte verstehen. Auch dass die Ergebnisseiten übersichtlich und anpassbar sind, da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein. Für Shopbetreiber bedeutet intelligente Suche, dass die im Prinzip die Suche beeinflussen können. Sie sollen sagen können, wo Ergebnisse teilweise platziert werden. Ich werde auch nachher kurz darauf eingehen. Und für Shopbetreiber auch sehr wichtig, dass sie das Suchverhalten analysieren. In anderen Worten formuliert, Sie müssen sich so vorstellen, Sie als Shopper vielleicht jetzt oder als Kunde gehen in den Einkaufsladen hinein, machen den ersten Schritt, rufen ganz undeutlich Ihren Kaufwunsch in den Raum hinein und sofort steht bei Ihnen ein Kundenberater, der Ihnen genau die relevanten Produkte zeigt und dann auch noch die Produkte zeigt, die der Verkäufer momentan am liebsten verkaufen möchte. Und wenn das die Shopsuche kann, dann fangen wir an, von der intelligenten Suche zu sprechen. Eine intelligente Suche, die mehr Usability bringt, nachweislich mehr, wie wir wiederum durch mehrere Befragungen auch ganz aktuell E-Commerce-Leitfaden rausbekommen haben, letztendlich auch mehr Umsatz bringt. Ich will mal ein paar Zahlen, die ich mitgebracht habe, die wir aus Untersuchungen, aus Befragungen, auch Kunden, die uns das immer wieder bestätigen. Beispielsweise die Conversion Rate steigert sich um bis zu 10%, wie zum Beispiel bei Möbel.de. Die haben binnen 2 Monaten nach Einsatz der intelligenten Suche ihre Conversion 10% gesteigert. Auch Shoplupe, das sind ja die Usability-Experten hier, sagen auch wirklich nur derjenige oder der Shop, der die Usability vorantreiben kann, aus Besuchern echte Käufer. Extrem wichtig, die Usability. Die Bestellmenge steigert. Warum? Weil Produkte schlichtweg gefunden werden. Die Kundenbindung steigert sich, weil er sich wohlfühlt. Er kommt wieder zurück, wie natürlich der Preisstimmung, der Versand funktioniert hat. Und letztendlich kann man auch den Umsatz, glaube ich, um 25% steigern. Ich möchte dazu sagen, wir kennen auch ganz andere Zahlen. Wir kennen von Löschungssteigerungen von Kunden bei 100%. Das ist nicht die Regel. Es passiert auch. Ja. Ich habe eine Frau und meine Frau kommt in regelmäßigen Abständen auf mich zu, also nahezu täglich, und bittet mich doch, ich soll ein bisschen was wieder für meine Gesundheit tun. Ich kann es natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, reagiere entsprechend unverständlich. Aber dachte, okay, kann nicht schaden, was mache ich? Ja gut, für Laufen gehen, okay gut, ja, ich suche mir jetzt einfach mal so eine Sportausrüstung. Bin dann auf eine Seite gegangen, habe nach Adidas gesucht, weil ich dachte, bei Adidas gute Sachen, da werden wir automatisch ein bisschen da. Habe dann Adidas eingegeben, aber leider nichts gefunden. Und das hat mich dann sehr verwundert. Denn ich war zwar da schon lange weg, aber im Nachgang ist mir aufgefallen, das kann doch gar nicht sein. Und hier werden die Produkte gelistet. 300 Produkte verzeichnen dieser Shop unter dem Namen Hersteller Adidas. Na gut, auf jeden Fall war ich da weg, habe dann einen anderen Shop besucht, habe
dasselbe hier eingegeben, habe dann gesehen, dass ich natürlich IFM2D, wie viele andere geschrieben habe, habe auch hier auch nichts von meinem Rechtschreibfehler gelernt und bin aber hier im Endeffekt fündig geworden. Okay? Das heißt, das Erste, was wir brauchen für die intelligente, benutzerfreundliche Suche, ist eine treffsichere Fehlertoleranz. Das heißt, ich muss jede Eingabe verstehen und letztendlich auch diese null Treffer stark zu reduzieren. Wir sprechen hier zum Beispiel von Tippfehlern, wie es gerade hatte, oder auch Cambria, Kamera wird gesucht. Oder ich gebe Fahrräder ein, aber in der Datenbank liegt ein Fahrrad. Es geht jetzt darum, was gibt der Shopper ein und was ist in ihrer Produktdatenbank hinterlegt. Der größte, wichtigste Teil allerdings, Sterbebereich, sind die unerwarteten Fehler im Gang. Da passieren im Prinzip die meisten Fehler, wenn man so möchte. Also zum Beispiel jemand sucht nach Funksteckdose, immense Fehler drin und trotzdem sollte er eine Funksteckdose finden. Das funktioniert nur über Algorithmen. Das funktioniert nicht über Wortlist. Kein Shopbetreiber, keiner von uns ist in der Lage, für jedes einzelne Wort immense verschiedene Schreibweisen zu hinterlegen. Das macht keinen Sinn. Ein Beispiel. Wir haben ein Projekt gelockt, wie oft Lufthansa falsch geschrieben wurde. Wie oft kann man das falsch schreiben? 10-mal, 20-mal? In dem Fall 94 Mal, nur weil zum Beispiel das U und das I auf der Tastatur nebeneinander liegt, also Lufthansa hat jemand eingegeben oder Lufthansa das S einfach komplett versemmelt oder gibt einfach beides ein. Also Sie sehen, es macht überhaupt keinen Sinn, sich solche Fehler auszudenken und zu hinterlegen, denn diese Fehler sind weit verteilt, weit gestreut. Ein anderes Beispiel auf Arzneimittel.de. Sucht jemand nach Aspirin und gibt Xaispirin ein. Kein Jobbetreiber kommt auf die Idee, Xaispirin zu hinterlegen. Dennoch wird diese Sucheingabe verstanden und liefert entsprechende Aspirin. Wortlisten allerdings, das ist ein wichtiger Punkt, sind unnötig, nicht unnötig, sie sind wichtig. Sie verbessern die Treffsicherheit. Wir sprechen hier von Aliasen, von Synonymen, zum Beispiel Laptop, Notebook oder zum Beispiel jemand sucht, gibt Ceran ein, dann sollen bitte schön nicht nur die Glaskeramik-Kochfelder von der Firma Schott, weil es eine geschützte Marke ist, gefunden werden, sondern auch von einem anderen Hersteller. Okay? Also sprich Ceran und Glaskeramik sind ähnliche, haben ähnliche Bedeutungen aus der Sicht des Shoppers und das kann eine Fehlertoleranz nicht abbilden. Da muss, weil die Wörter so weit auseinander liegen, muss ich dieses Wort hinterlegen. Weil ich muss sagen, Glas, wenn jemand Glaskeramik sucht, soll er bitte auch Ceran-Kochfelder finden. Oder Ceran sucht und Glaskeramik. Wichtig ist allerdings, dass Sie das einstellen. Trinkflasche, Babyflasche kann in einem Baby-Online-Shop exakt dasselbe sein. Bei den Vollsortimenten gibt es eine Unterscheidung. Das muss einstellbar sein durch den Shop-Betreiber. Auch nochmal hier, Hintergedanke ganz klar, die Usability. Ja? Der Suche muss mich richtig verstehen. Wir haben es hier zum Beispiel gemacht bei dem großen Vollsortimenter. Da haben wir die intelligente Suche eingesetzt. Sie sehen jetzt hier den Anzahl oder das Verhältnis, Anteil der Nulltreffer, 12% Nulltreffer. Dann haben wir hier die intelligente Suche eingefügt, haben sie signifikant reduziert, also noch hinzugepackt und sind jetzt bei gerade noch 1% Nulltreffer. Das heißt, jede Eingabe findet relevante Treffer. Das ist eigentlich sehr nutzvoll. Ich habe auch einen kleinen Sohn, und, also anderthalb Jahre, und der spielt wahrscheinlich wie ihr alle damals, spielt gerne mit Telefon. Okay? Und er hat irgendwie so eine Angewohnheit, Dinge irgendwann einfach wegzuschmeißen. Das hat er mit dem Telefon auch gemacht und es hat dann ein böses Ende genommen für das Telefon. Und letzten Endes muss ich auf die Suche gehen und habe dann in einem Online-Shop nach DECT gesucht, also Schnurlostelefon. Okay? Und habe das dann gefunden. Dann habe ich so reagiert, wie viele jetzt von Ihnen hier. Ich habe es versucht zu entziffern, ich konnte es wirklich nicht lesen, auf meinem Monitor.
Da oben steht, ich kann es von hier aus wirklich lesen, hier oben steht, Ihre Sucheingabe oder Suchanfrage ergab mehr als 100 Treffer, ich soll doch meine Eingabe ergänzen durch einen weiteren Suchbegriff. Okay? Hab mir das angeguckt, 5 Sekunden später war ich draußen. Warum? Weil mir die Fragen noch im Kopf geschossen sind. Es sagt mir, ich habe zu viele Treffer, ja, wie viele habe ich denn jetzt überhaupt? Warum kommen jetzt aber nur diese 100 Produkte? Warum die Reihenfolge? Was ist mit den restlichen Treffern? Sehe ich die jetzt gar nicht? Muss ich jetzt alles durchscrollen? Wo sind die überhaupt hier die Bilder? Wo sind die Telefone von Ziel? Und eigentlich wollte ich sowieso nur die mit dem Anruf beantworten. Keine Chance, das hier irgendwo zu sehen auf einen benutzerfreundlichen Blick. Es überfordert die Leute. Die Motivation schwindet und der Ausstieg ist wirklich schnell da. Es gibt eine Studie dazu von BMC, die sagt, dass eigentlich jeder Shopper eine übersichtliche Ergebnisseite haben will. Dazu brauchen wir keine Studie. Die sagt aber auch, dass nur die Hälfte mit dem zufrieden ist, was sie vorfinden. Das heißt, wir brauchen übersichtliche Ergebnisse, anpassbare Ergebnisseite. Bedeutet, wir brauchen eine schöne Produktdarstellung. Wir brauchen eine gute Produktbeschreibung. Die Preisinformationen sind natürlich extrem wichtig hier. Was aber auch sehr wichtig ist, aus Usability-Gründen, ist, wie viele Treffer habe ich denn? Kann ich denn hier einfach anklicken, wie viele Treffer ich pro Seite sehen möchte? Kann ich auch auswählen, ob ich das Ganze als Liste haben möchte oder als Grid View? Okay, dass die Produkte nebeneinander sind. Wir wissen da einfach auch, wir empfehlen auch immer mehr die Gitter an sich, weil wir wissen, in den 6,5 Sekunden Sekunden, wo ein Shopper die Seite betrachtet, nimmt er einfach in einer Grid View viel mehr Produkte. Dann hier kann er sortieren nach bestimmten Kriterien, nach Relevanz, nach Preis, wie auch immer, und kann ich direkt auf andere Ergebnisseiten springen. Die Studie, die ich gerade genannt habe, besagt aber auch, dass eigentlich jeder Shopper eine Filterung der Ergebnisse wünscht. Und das ist damit gemeint. Das heißt, wir brauchen eine komfortable Trefferverfeinerung. Wir reden von der dynamischen Navigation und das ist das hier. Ich habe jetzt hier zum Beispiel nach Husten gesehen, Fehlerförderband, und sehe hier Filter, die ich einfach anklicken kann. Das ist sehr wichtig für den Shopper, dass er auswählen kann, möchte er nur diesen Hersteller haben, möchte er eine bestimmte Preisrange haben. Wichtig auch für ihn, oder für den Shop selbst natürlich, Shop-individuelle Filter zu haben. Okay? Online-Apotheke hier, möchte ich was gegen Husten in Form eines Bonbons, Granulat, Tablette, wie auch immer, das kann ich hier einfach auswählen. Für den Shop ist es natürlich extrem komfortabel. Anstatt die ganzen Produkte durchgehen muss und durchsehen muss, was möchte ich denn eigentlich? Finde ich das alles gut? So, die einzige Frage, die ich mir jetzt hier noch stelle, ist, warum denn bei der Anfrage nach Husten dieses Produkt da oben ist? Die erste Stelle. Die einzige Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist, dass der Shopbetreiber das wohl selber beeinflusst hat. Er hat quasi mit Hilfe eines Rankings, mit Hilfe von Auf- und Abwertungen, Produkte nach oben transferiert. Er hat Kategorien nach oben transferiert. Es ist wichtig, dass man das als Shopbetreiber machen kann, um zum Beispiel Ladenhüter nach oben zu bringen, weil man es jetzt unbedingt los haben will, nach unten. Margenstarke Produkte nach oben, irgendwelche Sonderangebote gerade. Das muss alles machbar sein durch den Shopbetreiber. Gut. Im Prinzip haben wir jetzt eigentlich schon eine gute Suche. Wir haben starke Fehlertoleranz, wir haben unterstützende Aliase, wir können die Ergebnisse, Suchbegriffe etc. ranken. Was wir jetzt noch brauchen, sind zwei Dinge aus Sicht des Shoppers, was einen sehr hohen Usability-Wert hat. Das ist das Auto-Suggest und für den Shop-Betreiber das Reporting. Das Auto-Suggest ist das hier. Bin mir ziemlich sicher, dass es jeder kennt. Was eine benutzerfreundliche Suche ausmacht, ist ein schnelles, fehlertolerantes Auto-Suggest. Das heißt, die Vorschläge, die ich eingebe, da werden direkt
Treffer angezeigt. Wenn er Suchanfragen gar nicht eingibt, werden direkt Treffer angezeigt, Vorschläge angezeigt. Das ist deshalb ein wichtiges Element, weil es den Shopper berät. Es hält ihn im Shop, es denkt wirklich mit und es zeigt ihm ein Preview der Ergebnisse. Für den Shopbetreiber ist es natürlich wichtig, dass er es einstellen kann, in Minute und viel zum Beispiel, dass hier die Artikel angezeigt werden mit Bild, sollen hier noch die Preise darstellen, billiger, die hat sich jetzt eben entschieden, so darzustellen zum Beispiel, auch die Suchbegriffe selbst. Es soll durch den Shopbetreiber für seine Zielgruppe anpassbar sein. Ein ganz wichtiges Element, da zeige ich ein paar Beispiele, ist dieses Thema hier, konsistent mit der eigentlichen Suche. Das heißt, in diesem Feld, wenn ich hier oben was eingebe, müssen schon alle Produkte durchsucht werden. Okay? Und es muss natürlich ganz, ganz schnell passieren. Es kann also nicht sein, dass hier nur ein kleiner Teil der Datenbank durchsucht wird, um schnell zu bleiben, sondern es müssen alle Produkte durchsucht werden. Auch hier muss es schon fehlertolerant passieren. Auch hier müssen die Alias zum Tragen kommen, ne? Die Wörterlisten und ob das Ranking etc. Das muss ja alles zum Tragen kommen. Ich habe hier mal, wie gesagt, zwei Beispiele mitgebracht. Hier auf einem Medizin-Vergleichsportal, Medikamentenvergleichsportal, habe ich jetzt auch einfach mal Xaispirin eingegeben und Sie sehen hier, dass er wirklich die Produkte auch findet. Wenn ich dann aber auf Enter klicke, dann passiert nämlich das, dass er nichts findet. Woran liegt das? In diesem Shop ist noch das alte Suchsystem im Einsatz. Okay? Das ist keine fehlertolerante Suche, sondern nur hier ist die fehlertolerante Suche im Einsatz, hier nicht. Das gleiche geht auch andersrum auf Neckermann.de. Ich gebe da oben Autoreifen ein. Jetzt sehe ich hier keine Vorschläge. Und das ist für mich eigentlich schon ein Shop der Zeit, wo ich ausstelle. Und sage, kam es ja nicht, alles klar. Hätte ich auf Enter geklickt, hätte ich aber 138 Artikel gefunden. Okay. Also Sie sehen hier, das ist wenig benutzerfreundlich, wenn diese Konsistenz nicht gegeben ist. Der zweite Punkt, den ich vorhin benannt habe, für den Shopbetreiber, ist das Thema Reporting. Denn er muss ja auf seine Zielgruppe eingehen können. Er muss wissen, was wurde gesucht, was haben die Leute eingegeben, was haben sie nicht gefunden, wie oft wird das Auto-Suggest verwendet, beispielsweise. Welche Alias brauche ich? Zwei Beispiele. In diesem Shop wurde 32 Mal in dem Zeitraum nach Trittpreis, okay, das sind diese Hochstühle, 32 Mal nicht gefunden. Also das sind die Nulltreffer. Was heißt das für mich als Shopbetreiber? Entweder ich sollte einfach dieses Produkt vielleicht mal aufnehmen in mein Sortiment, weil es wird gefragt, es wird nachgefragt, oder ich gehe einfach her und lege das als Alias an, wenn ich ähnliche Artikel habe zum Beispiel. Und matche es quasi auf andere ähnliche Produkte. Das ist aber nur machbar, wenn ich das weiß. Das zweite, Top-Aufsteiger hier, in dem Zeitraum wurde zweimal nach Schuhranzen gesucht. In der nächsten Woche 15 Mal. Was sagt mir das jetzt das für den Shopbetreiber? Was passiert hier? Ich muss vielleicht meine AdWords-Kampagne kurzfristig optimieren oder anpassen. Ich mache vielleicht einen Aktionsplan, den ich dann auf die Webseite, auf die Startseite stelle. Alles nur möglich, wenn ich weiß, was gesucht wird. Gut, das ist eigentlich schon. Ich vermute oder ich hoffe, dass die zwei Fragen beantwortet wurden, warum die Suche im Shop so wichtig ist. Das Verhalten und die Erwartungen ist entscheidend, Suche ist das zentrale Bedienungselement. Es hat einen Einfluss auf die Conversion Rate, auf die Usability, auf den Umsatz im Endeffekt. Wie die Suche benutzerfreundlich gemacht werden kann, denken Sie dran, Sie brauchen eine treffsichere Fehlertoleranz, unterstützte Alias, übersichtliche, beeinflussbare und anpassbare Ergebnisse, ein schnelles, fehlertolerantes und auch anpassbares Auto-Suggest. Und die Suche muss, bitteschön, stetig analysiert und optimiert werden können. Wenn Sie das machen, dann schaffen Sie es vielleicht auch, wie für den Gastfotograf anfangs erwähnt, die den Job Usability Award gewonnen haben, weil sie unter anderem diese Mega-Drop-Down-Box haben. Sie sehen hier oben eine sehr fehlertolerante Suchanfrage, da steht da oben Instruktionskonzept oder wie auch immer, und trotzdem versteht die Suche diese Eingabe und deshalb ist es schön übersichtlich da. Anderes Beispiel, Elektro 4000.
die im Übrigen vor ein paar Wochen war auf dem E-Commerce-Tag in Hamburg und da hat er auch referiert und hat gesagt, von heute auf morgen hat er durch den Einsatz der Suche sein Umsatz um 6% gesteigert. Von heute auf morgen nichts anderes gemacht, einfach nur aktiviert. Das war's. Ja, also hier in dem Beispiel eben, ich suche auch Wandlüchte oder wie auch immer. Ich finde eben Wandleuchten und jetzt entscheide der Shopper, kann direkt draufklicken auf diese Filter, die ihm wichtig sind und kommt so ganz schnell einfach zu seinem Projekt. Mehr Informationen gibt es natürlich auf unserer Website. Einfach mal bitte draufgehen, da gibt es noch Ratgeber, Fachartikel, da sind wir dabei. Natürlich, Sie können es auch selber testen. Bei Kunden leite ich selber in Ihrem Shop. Ja, und wenn Fragen sind, ich weiß nicht, wie lange die Zeit wir noch haben, aber wir sind da drüben, wir sind nicht zu verfehlen, also ich freue mich auf die Stunde. Danke.